In diesem Video schauen wir uns die erste Spielerwahl des Season Pass der dritten Season in FIFA 21 genauer an. Viel Spaß! Beginnen wir mit Duncan. Er kommt aus Ghana und spielt in der Serie A für Florenz. Dazu ist er 1,78 Meter groß. Er hat die guten Arbeitsraten Mitte hoch und dazu 3 Sterne Weak Foot und 3 Sterne Skills. Sein Antritt ist für die Position richtig gut, die Sprunggeschwindigkeit könnte etwas höher sein. Beim Schuss ist sein Abschluss ziemlich schlecht, dafür hat er wirklich richtig starke Fernschusswerte mit 99 Schusskraft und 93 Longshots. Dazu sind seine Passwerte voll gut, die Übersicht könnte etwas höher sein, aber 89 kurzer Pass sind richtig stark. Auch die Dribblingwerte sind für einen Defensivspieler richtig gut und sehr solide. Die Defensivwerte sind top bei ihm, mit knapp 90 Abfang und 91 fairer Zweikampf. Auch die Physiswerte sind bei ihm stark. Insgesamt ist das eine richtig nice Karte, die man auf der 6, aber auch auf der 8 zocken könnte. Ein Enker passt bei ihm perfekt. So wird das Tempo noch gepusht, dazu die Defensive und auch die Physis. Duncan hat leider keine wirklich guten Stronglinks. Generell gibt es aber viele gute Spieler aus der Serie A. Dazu gibt es einige nice andere Spieler aus Ghana, wie zum Beispiel Partey oder Aidoo. Aus der Serie A gibt es allgemein nur sehr wenige ähnliche Spieler auf der Position. Es gibt zum einen die neue Headliner-Karte von Savic, die Flashback-Karte von Khedira oder die Europa League Live-Karte von Kessier. Alle drei sind aber aktuell auf dem Transfermarkt nicht erhältlich. Khedira und Savic gab es als SBC und Kessier ist aktuell extinct. Kommen wir zu Thiop. Er ist Senegalese und spielt in der Ligue 1 für Angers. Er hat Forster Skills sowie Forster Weakfoot. Dazu die Arbeitsraten Mitte-Mitte, die etwas besser sein könnten. Bei seinem Tempo ist die Sprintgeschwindigkeit gut, der Antritt könnte für einen Flügelspieler jedoch noch höher sein. Seine Schusswerte sind insgesamt in Ordnung. Die Passwerte sind für ihn sehr solide. Die Dribblingwerte könnten für einen Außenspieler noch besser sein. 81 Beweglichkeit sind nicht wirklich gut, dazu hat er nur 78 Reaktion und nur 76 Ruhe. 92 Stärke sind wiederum ziemlich nice. Mit einem Finisher kann man noch deutlich mehr aus der Beweglichkeit rausholen. Auch der Abschuss wird ihn nochmal entscheidend gepusht. Generell ist es eher schwierig, ihn zu verlinken. Mit Nian hat er noch einen ganz guten Stronglink und sonst muss man ihn halt in einem Ligue 1 Team spielen. Aus der Ligue 1 gibt es aus dem rechten Flügel kaum gute Karten. Die Maria Halloween ist natürlich stark, aber mit 300.000 ziemlich teuer. Dann gab es noch die Lala SBC, die einige von euch vielleicht gemacht haben. Aber auch Gelson Martins Goldkarte hat sehr starke Werte für einen Flügelspieler. Dieser ist schneller und hat sogar noch bessere Dribblingwerte als Thiop. Kommen wir jetzt noch zu Bakambu. Er kommt aus der Demokratischen Republik Kongo und spielt in der chinesischen Liga für Beijing Guoan. Er hat 4 Sterne Skills sowie 4 Sterne Weakfoot. Sein Tempowert ist richtig gut. Dazu hat Bakambu überragende Schusswerte mit 88 Stellungsspiel und 88 Abschuss. Die Passwerte sind auch noch voll okay für einen Stürmer. Dazu hat Bakambu ganz gute Dribblingwerte mit zum Beispiel starken 88 Beweglichkeit. Bei der Physis sind Werte wie Ausdauer und Stärke auch voll in Ordnung. Als Chemistry Style würden wir auch hier einen Finisher empfehlen, um eben die Beweglichkeit noch weiter zu pushen und auch das Maximale aus dem Abschuss rauszuholen. Insgesamt ist Bakambu eine richtig nice Karte, die offensiv vielseitig einsetzbar ist. Auf den ersten Blick wirkt natürlich schlecht verlinkbar. Jedoch hat die chinesische Liga ein paar ziemlich nice Spieler. Dazu könnte man ihn auch mit Bolasie linken, den wahrscheinlich einige von euch abgeschlossen haben. Aus der chinesischen Liga gibt es sonst als ähnliche Spieler im Sturm Texera Hero. Dieser kostet immerhin 90.000. Kommen wir zum Fazit. Insgesamt ist Duncan wahrscheinlich die beste Karte, da er die besten Werte hat und es die wenigsten ähnlichen Spieler auf der Position gibt. Selbst wenn du momentan kein Serie A Team hast, würde dir bestimmt trotzdem irgendwann gut weiterhelfen. Ansonsten könntest du auch Bakambu nehmen, er hat auch echt starke Werte für einen Offensiven. Wenn du ihn nicht in der Startelf einbauen kannst, eignet er sich auch gut als Sub. Wenn du jedoch genug Subs hast, nimm wie gesagt lieber Duncan. Spieler wie Bakambu wirst du noch oft genug bei irgendwelchen Aufgaben bekommen. Von Thiop raten wir dir generell eher ab. Das war's mit unserem Video zur ersten Spielerwahl der Season 3. Was ist deine Meinung zu den drei Spielern? Schreib uns das gerne in die Kommentare. Lass jetzt gerne noch ein Like oder ein Abo da, wenn dir das Video gefallen hat. Bis zum nächsten Mal.